Er war ein Mann von Disziplin und hatte einige Begabungen. Er hätte Ingenieur bei der Eisenbahn werden können oder Dozent an der Theologischen Fakultät. Stattdessen wurde er durch seine Zeitschrift Ostara zum Vordenker der Nationalsozialisten. Dr. Jörg Lanz von Liebenfels, alias Adolf Lanz, auf dem Weg zu seiner Burg in Werfenstein an der Donau. Schon 1907 ließ er hier von seinen Gesinnungsfreunden eine Hakenkreuzfahne hissen. An seinem klangvollen Namen stimmen weder der Doktortitel noch das von. Als Begründer eines Ritterordens musste er jedoch adelig sein. Dieser Amateurfilm wurde 1931 aufgenommen. In Deutschland war Hitler auf dem Weg zur Macht. Lanz war damals 57. Er lebte im Glauben, Hitler würde ihn bald als Vordenker seiner Bewegung würdigen. Hatte er doch Hitler schon 1909 in Wien kennengelernt und dieser war damals ein begeisterter Leser seiner Zeitschrift Ostara. Doch es sollte anders kommen. 1938, nach dem Einmarsch der Nazis in Österreich, erhielt Lanz Schreib- und Veröffentlichungsverbot. Adolf Hitler ließ das Werk des Adolf Lanz systematisch verschwinden. Der Führer hatte für Mein Kampf zu viel daraus abgeschrieben. Lanz war unbequem geworden. Lanz überlebte Adolf Hitler und bleibt verbittert und zurückgezogen in Wien. 1951 besucht ihn der Psychologe und Kunstsammler Dr. Wilfried Deim. Es erscheint die erste Auflage des Buches Der Mann, der Hitler die Ideen gab. Als ich 1951 Lanz besuchte, lebte er in der Grinzinger Straße 32. Er war freundlich, aber immer etwas zurückhaltend, vorsichtig. Und es war ziemlich klar, dass er Angst hatte, von den Amerikanern oder von den Russen verhaftet zu werden. Ich, Georg Lanz von Liebenfels, erblickte das Licht der Welt am 1. Mai 1872 in Messina, Sizilien. Mein Vater war Baron Johann Lanz von Liebenfels. Das Geburtsdatum von Lanz auf seinem Grab am Penzinger Friedhof ist falsch. Einige hundert Meter weiter im Pfarramt findet sich der Beweis. Adolf Lanz wurde in Wahrheit zwei Jahre später, am 19. Juli 1874, geboren. 1938, als die Gestapo mich verhaftete, legte mir die Pfarre Penzing diese Geburtsurkunde vor. Eine raffinierte Fälschung. Ich gebe es zu. Die Geburtsurkunde nennt der Lehrer Johann Lanz und seine Ehefrau Katharina, geborene Hoffenreich, als Eltern. Wahrscheinlich wollte er mit dem falschen Geburtsdatum seinen jüdischen Urgroßvater Abraham Hoffenreich vertuschen. Ein Idealist war ich, ein purer Tor, verlockt von Versuchungen, bedroht von Untermenschen. Deshalb trat ich ins Kloster ein. Nicht aus Schwäche, sondern um meine Reinheit zu bewahren. Ich wählte den Ordensnamen Georg. Georg, der Drachentöter. Mein Novizenmeister Schlögel nannte mich immer nach der deutschen Art Jörg. Nach Gottes Ratschluss soll er sein. Der Priester nach der Engelsart. Atemreinem Zorn die Drachenbrut bedrängen hast. Ich war offenbar nach Gottes Ratschluss. Denn der Herr war mir gnädig und zeigte mir im Kloster das Bild des Drachen, den ich bekämpfen musste. Als Lanz 1893 bei den Zisterziensern in Heiligenkreuz eintrat, wurde hier gerade der Kreuzgang neu gepflastert. Die mittelalterlichen Grabsteine, mit denen er bisher belegt war, wurden gehoben.
Einer davon zog meine Aufmerksamkeit geradezu elektrisch an. Man sah darauf einen heroischen, edlen Ritter. Seine rechte Hand weist hinab auf eine drachenartige Tiergestalt. Ich wollte schon über diesen Grabstein historische Forschungen anstellen. Als ich in der Nacht darauf einen Traum hatte, in diesem erschien mir ein Tempelritter. Dieser Stein wurde zum Grundsymbol seiner Weltanschauung. Einerseits bedeutet der Ritter den Arya-Heron, wie er es nennt. Und das Wort Arya kommt aus dem Indischen und bedeutet dort Herrenkaste. Auf der anderen Seite bedeutet das Tier unterhalb des Ritters ein Symbol der minderwertigen Menschheit, der Chandala, wie er es nennt. Und auch dieses Wort kommt aus dem Indischen und bedeutet dort die Dienerkaste. Dieser Sitz der Zisterzienser war zu einem Intrigantenhaufen verkommen. Eine widerwärtige Ansammlung von Pfaffen. Deshalb machte ich mich auf die Suche nach meiner eigenen Tempeleisenstätte. Und ich fand sie in Werfenstein. Dort habe ich August Strindberg getroffen. In der Burg Klamm, nahe bei Werfenstein, kann man noch heute den schwedischen Dichter fast leibhaftig bewundern. Ausgestopft vom Grafen von Klamm. Ich habe mir erlaubt, hier in Klamm in Erinnerung an das Rosenzimmer einen kleinen Raum zu schaffen, wo Strindberg, wie wir ihn kennen, in seiner besten Blütezeit als unwiderstehlicher Mann, wie Sie wissen, hier in Natur festzuhalten. August Strindberg heiratet 1893 die Österreicherin Frieda Uhl und zieht mit ihr nach Grein an der Donau. Das Scheitern dieser Ehe schildert er in dem Theaterstück Nach Damaskus, in dem auch das erwähnte Rosenzimmer vorkommt. 1896 besucht Strindberg für einige Monate seine Tochter Kerstin und wohnt in Klamm. Er ist psychisch zerrüttet und unternimmt lange Spaziergänge in der Klammschlucht. Das sogenannte Drachenloch am Ende des Weges erscheint ihm als Eingang zur Hölle. Um diese Zeit wird Strindbergs Novelle Chandala auch in Deutsch aufgelegt. Ein Werk mit stark rassistischen Untertönen. Ich war so rein und verzehrte mich wie eine Flamme. Ich hatte ein Zimmer, ein Buch und ein Kreuz. Aber es waren wie bei dem Mann aus Chandala. Kriechströme der Niedertracht und Verderbnis um mich. Oh, ich verstand Strindberg. Die Stelle, wo er sich mit der Zigeunerin paart. Es war, als wäre ich gemeint. In einem Vorhof zur Hölle. Ich zitiere wörtlich. Aber nicht die Wirtschaft brauchte die Chandalen, sondern die Rassenveränderer bedurften ihrer. Dieser Satz stammt aus der Gegenwart. Und zwar aus der rechtsextremen Zeitschrift Heut, wo ihn der bekannte Neonazi Gerd Honzig geschrieben hat. Man sieht, dass die Rechtsextremen von heute auf die alten Begriffe des Lands von Lebenfest zurückkommen. Lanz könnte die Novelle Chandala von Strindberg gekannt haben und diesen Begriff dann auch von ihm übernommen haben. Er hatte ein Tier umschlungen und darauf hatte das Tier ihn geküsst wie eine Katze. Und er hatte sich abgewendet, als hege er Angst, dass seine Seele eine Tierseele auf den Lippen finden würde. Als habe er Angst, einen unreinen Geist einzuatmen. Friedrich Buchmeier ist Bibliothekar im Stift St. Florian. Er hat nach jahrelangen Recherchen den Briefwechsel von Strindberg und Frieda Uhl herausgegeben. Ich bekenne, dass du für mich nur eine Frau von der übelsten Sorte bist. Ich habe dich vor unserer Hochzeit gekannt
und dein denkwürdiger Brief über vergleichende Anatomie bleibt ebenso wie meine Antwort als Kopie gut aufbewahrt. Du bist das schmutzigste menschliche Vieh, das ich je gekannt habe. So schreibt August Strindberg an seine Frau im Herbst 1894. Der erwähnte Brief Frieda Uhls dreht sich um eine Urangst Strindbergs, dass seine Männlichkeit zu kurz geraten sein könnte. Sie beruhigt ihn diesbezüglich. Er aber reagiert erbost und schreibt, kurze Glieder seien Markenzeichen von Aristokraten, lange von Plebejern. Was nun die Genitalien anlangt, so zeichnen sie sich bei allen Chandalen, Mongolen und Negern durch ihre enorme Größe aus. Es ist dies offenbar ein typisches tierisches Merkmal, das die antiken Meister instinktiv erkannt haben. Ihre Heldengestalten stellten sie mit Parva pudenda dar, kleinem Geschlechtsteil. Den Faunen und Satyren aber wiesen sie Magnas Carnes zu. Übrigens spielt bei dem rassenreinen germanischen Mann das derb Erotische eine untergeordnete Rolle. Der österreichische Maler Franz Probst hatte Sexualängste, erwies die Bilanz und in Strindbergs Novelle Chandala zum Ausdruck kommen, wiederholt in seinen Bildern dargestellt. Und dann duzte sie ihn. Ein Frauentier duzte einen Universitätsgelehrten. Und der Bruder dieses Weibstückes, ein dunkelhäutiger Chandale, stellte sich auf eine Stufe mit einem Mann wie ihm. Vernichtung, ja sogar Verbrechen war der einzige Ausweg für ihn. Paria war tot und Aria hatte gesiegt über die niedrigere Rasse. Mit Hilfe seines Wissens und seiner geistigen Überlegenheit. Ach, Strindberg hat das so schön gesagt. Ich weine ja noch immer. Der wahre Aristokrat ist der Blonde und der Blauäugige. Adolf Lanz entschädigte sich für seinen Minderwertigkeitskomplex, nicht adelig zu sein, durch den von ihm erfundenen Rasseadel. Wie nach ihm viele Nazi-Bonzen trat er gerne als Aristokrat auf, etwa als Landedelmann in Reitstiefeln. Auch Adolf Hitler war oft und gerne mit Reitstiefeln und Reitpeitsche unterwegs, obwohl er zu seinen Parteiveranstaltungen nicht mit dem Pferd unterwegs war. Ich suche ein arisches Mädchen zur Frau, mit Haaren wie Gold und Augen rein blau, von hoher Gestalt und kernigem Leib, ein echtes und rechtes germanisches Weib. Die Liebenfels Felicetti war blond, aber ihr Schamhügel war dunkelhaarig. Vielleicht war sie gar nicht blond. Lanz hatte einen adeligen Freund namens Liebenfels Felicetti. Anhänger des Lanz behaupten, er wäre mit der Schwester dieses Freundes durch einige Zeit verheiratet gewesen und hätte von ihr das Adelsprädikat von Liebenfels übernommen. Das kann sein. Sicher ist, dass er wegen einer Frauenbekanntschaft aus dem Kloster ausschied. Immer, wenn ich mich ihr näherte, war es wie ein Versinken in die Schwärze der Nacht. Ich kehrte in mein Bett zurück und es war, als wäre ich zur Hinrichtung bestimmt. Dabei hatte ich ja noch gar nichts getan. Im Archiv des Stiftes Heiligen Kreuz steht über seinen Austritt: der Lüge der Welt, Vanitate Seculi, ergeben und von fleischlicher Liebe Amor carnali captus erfasst. Die reine Zeugung machet rein. Mit Auserlesenen erlesen. Mit Heiligen wird sie heilig sein. Doch bös, wenn du dich paarst mit Bösen.
warf er am 27. April 1899 das Mönchsgewand und die Priesterwürde von sich und fiel schändlich, Türbitter, ab. Aus Lust, meine Keuschheit zu bewahren, ging ich ins Kloster. Und deshalb trat ich auch wieder aus. Filmdokumente wie dieses über die Privatsphäre von Hitler gibt es nur wenige. Er verbreitete eine Aura der Keuschheit um seine Person und versteckte seine Frauenbekanntschaften vor der Öffentlichkeit. Was bei Lanz das Keuschheitsgelübde des Ordens war, war für Hitler die Enthaltsamkeit für den Nationalsozialismus. Die Aufopferung für die große Aufgabe ließ ihm angeblich keine Zeit für Frauen. Sie wurden, so gut es ging, versteckt, wie Eva Braun. Außerdem betone ich in meinen Schriften, dass der blonde Mann nicht nur das Recht, sondern die heilige Pflicht hat, mehrere Frauen zu besamen, damit die höhere Rasse sich in stärkerem Maße fortpflanzt. Sexualneid spielte bei Lanz und später bei den Nazis eine große Rolle. Josef Goebbels hatte im Dritten Reich den Spitznamen Kaulquappe, besteht nur aus Kopf und Schwanz. Er war bekannt dafür, dass er allen Ufa-Starlets nachstieg. Von ihm stammt der Ausspruch, die schönen Schauspielerinnen, die früher in den Betten der jüdischen Regisseure zu finden waren, werden jetzt in unseren sein. Sexualneid auch heute als immer wiederkehrendes Element in Videospielen von Neonazis. Lanz beanspruchte das Recht, mehrere Frauen zu besamen, aus Zuchtgründen. Hitler lobte mehrfach den blutauffrischenden Einfluss seiner Leibstandarte in Berchtesgaden. Dort habe er zuerst nur ein Bevölkerungsgemisch vorgefunden. Durch den Einsatz seiner Männer würden in Berchtesgaden wieder viele kräftige und nordische Kinder herumlaufen. Dieser Schriftsteller, der abschrieb, dieser Abschriftsteller, hätte die Kerre der Leibstandarte viel früher gebraucht, in der eigenen Familie. Diese niedrige Stirne, die breiten Backenknochen, die spitze Nase, das rabenschwarze Haar, ein Schandale, wie er leibte und lebte und aus meiner Rassenkunde entsprungen war. Und von keinem ein Leid erdulden! Dazu der Ausdruck eines wahnsinnig Erregten. Ein Affe an der Spitze der Ario-Heroika. Ein Teufelswerk. Wir Arier-Heroiker stammen von Adam ab, dem ersten Menschen. Adam, Mensch und Gott zugleich. Doch Eva, seine Braut, hat sein Geschlecht herabgezüchtet. Sie zeugte mit dem Teufel, dem Wesen in Tiergestalt, die Minderrasse, die Chandalen, Sodomsaffen und Buhlschratten. Lanz hatte also wegen einer Frau 1899 das Kloster verlassen. Schon seit seiner Jugend wollte er Tempelritter werden, doch die Templer waren im 14. Jahrhundert aufgelöst worden und für andere Ritterorden hätte er adelig sein müssen. Die Lösung seiner Probleme war, den Adel der Rasse einzuführen und einen neuen Orden zu gründen, die Neutempler. Als Erfinder des Ordens nahm er sich das Recht, Prior zu werden. Seine Ideen zum Rasseadel und zur Entstehung der Menschheit veröffentlichte Lanz in seiner Theozoologie 1904 zum ersten Mal als Buch. Es ist nämlich so, dass diese revolutionäre Theorie den gesamten Entwicklungsverlauf, wie ihn Darwin beschreibt, widerlegt. Die Affen und Affenmenschen sind Seiten- und Rückentwicklungen einer ursprünglichen Rasse. Der Mensch ist kein hinaufgezüchteter Affe oder ein hinaufentwickeltes Tier, sondern umgekehrt, Affen und Tiere sind hinuntergezüchtete Menschen. Dieser Gorillis Darwin hat also, was seine eigene Abstammung betrifft, durchaus recht. Die reine Zeugung machet rein mit auserlesenen Erlesen, mit heiligen
Gustav Klimts Beethoven-Fries in der Wiener Sezession passt erstaunlich gut in das Denkschema des Lands. Er stellt das Böse dar als einen Riesenaffen, ähnlich wie später King Kong im Kino. Der Affe ist umgeben von sündigen, lüsternen Weibern, sandalen Weibern, um in der Terminologie des Landes zu bleiben. Demgegenüber ist der blondblaue Ritter das Symbol des Edlen und Guten. Ich feg sie vor mir her in schmutzigen Ghettogassen und schwing mich auf als Gotteskind zum Herrn über alle Affenmassen. Adolf Lanz war ein fleißiger Mann. Neben Kampfschriften gegen den Darwinismus befasste er sich auch mit Erfindungen. Er meldete mehrere Patente an. Elektrische Signalvorrichtungen für Züge, eine Flugmaschine, ein Kriegsbrettspiel. Die Patentschriften hat er als Dr. Jörg Lanz eingereicht, um sich mehr Fachautorität zu geben. Den Doktortitel hat er nie erworben. Die Technik, so wie alle höhere Wissenschaft, sollte das Geheimnis der immer zahlenmäßig kleinen Herrenschicht bleiben. Denn es ist ein heiliges Recht und heilige Pflicht, dass der blonde Arier seine Erfindungen überhaupt nicht publiziert. Lanz hatte große Angst, dass ihm seine großartigen Ideen und Erfindungen gestohlen würden. Am liebsten hätte er sie gar nicht publiziert. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass Hitler gerade die Idee des Lanz vom Geheimwissen der Blonden aufgriff und realisierte. Ich kann mich schon eines ganzen Hofstaates prominenter Abschriftsteller rühmen. Sogar das Kriegs- und Marineministerium einer Weltmacht befindet sich in diesem Hofstaat. So zum Beispiel beschlagnahmte das Kriegs- und Marineministerium der Vereinigten Staaten meine grundlegenden Patente für Flugzeuge und U-Boote, obgleich ich kein feindlicher Ausländer war. Noch hatte ich den Vereinigten Staaten den Krieg erklärt. Meine intensive Beschäftigung mit der Elektrizität gab mir auch Einsichten über das Wesen der Götter. Gott hat Adam nach seinem Ebenbilde geschaffen. Das heißt, er hat ihm auch seine elektromagnetischen Organe gegeben. Adam war wie Gott ein Elektrosohn. Doch Eva ist der Erbsünde verfallen. Der Sodomie, indem sie es mit dem Teufelstier trieb. Die Verbindung von Teufelsglaube und Antisemitismus hat im Christentum eine lange Tradition. Dr. Michael Ley lehrt und forscht an mehreren Universitäten Europas über dieses Thema. Im Christentum findet sich bis heute die Idee des leibhaftigen, also körperlichen Teufels. Eine zentrale Vorstellung der Inquisition war, dass der Teufel mit den Frauen verkehrt, was 100.000 von Frauen das Leben gekostet hat. Bei Jörg Lanz ist die Erbsünde die Sodomie, während hingegen bei Hitler die Rassenmischung, also die Rassenschande, die Erbsünde darstellt. In Mein Kampf beschreibt Hitler den Vater aller Minderrassigen als den Teufel, besonders als den Vater der Juden. Ich suche ein arisches Mädchen zur Frau. Die moderne Frau flieht den arioheroischen Mann und lässt sich lieber von Schandalen befruchten. Unbewusst treibt sie eine namenlose Sehnsucht hin zu den Buhlaffenhainen, dorthin, wo Eva es mit dem Teufelstier trieb, wo sie die Erbsünde beging. Am Ende steht die Buhlaffengeile Eva Braun, wie sie anfängt, ihren falschen Messias öffentlich zu verspotten. Jeremias 2,20
Unter jedem saftigen Holz warfen sich die Weiber hin. Jeremias 3,9, ließen sich von Holz und Stein schänden. Das steht geschrieben, das steht da. Wer aber ist Holz, wer ist Stein? Die Antwort habe ich gefunden. Ich habe das Niederwesen geahnt, gewittert und aufgespürt. Jörg Leins meinte, dass die Bibel in einer Geheimsprache abgefasst worden sei. Diese Tradition einer allegorischen Exegese besteht seit den Kirchenvätern. So meinte auch der heilige Ambrosius, dass es zwei Interpretationen der Bibel gebe, eine wortwörtliche und eine allegorische. Nun bin ich darauf gekommen, dass Gott in der Bibel verschiedene Geheimworte für die Untermenschen hat, zum Beispiel Stein und Holz. Nun verstehen wir den Zorn Jehovas gegen die Zedern des Libanon. Denn unter jedem saftigen Holz spreizten die Weiber ihre Beine. Die Steine heulten und die Hölzer gaben Antwort. In den Texttiraten des Lands spielt der Klassenkampf eine große Rolle. Und im Zusammenhang mit dem Klassenkampf auch der Kampf um die Frau. Hier auf dem Bild von Probst findet man eine Rivalisierung zwischen dem Bourgeois auf der einen Seite und dahinter dem Proletarier. Und es geht dabei um die gesichtslose Frau, das heißt um die Frau an sich. Sie wollten den Klassenkampf? Sie sollen den Rassenkampf haben, bis zum Kastrationsmesser. Mit Hilfe der ariosophischen Wirtschaftsordnung lässt sich auch eine ordentliche Beschäftigungspolitik betreiben. Alle Arbeitslosen werden unter die Erdarbeiter eingereiht. Es ist klar, dass die Arbeit in den Bergwerken unwürdig für den heroischen Menschen ist. Diese Arbeit soll nur Tschandalen und Verbrecher machen. In Jesaja 3,1 sind die Kraft des Brotes und die Kraft des Wassers eigentlich die Tschandalen, Huren und andere Sodomsgesindel. Es verrät daher durchaus nicht einfache und harmlose Sitten, wenn die Dichter rühmen, das Wasser ist das Tollste. Wassermonster dreuen mir und Todesschröcke gestalten, Lemuren mich mit Höllenangst und Teufelsspuck umfangen halten. All diese Erkenntnisse veröffentlichte Lanz von 1905 bis 1931 in der Zeitschrift Ostara. Er war der Herausgeber und bis auf wenige Ausnahmen der einzige Autor. Die Auflage der späten 20er Jahre war eine Wiederholung der ersten 100 Hefte. Da er mit seiner Zeitschrift eine neue Ära einzuleiten glaubte, benannte er sie nach der germanischen Frühlingsgöttin Ostara. Schon die ersten Nummern der Ostara wendeten sich an unsere Leser mit der Überschrift: Sind Sie blond, sind Sie ein Mann? Dann lesen Sie die Ostara, die Zeitschrift der Blonden und der Mannesrechtler. Die Zeitschrift hatte mitunter eine Auflage bis zu 100.000 Stück und befand sich auch im Tornister manches Weltkriegs-I-Soldaten. Die Ideen des Adolf Lanz zogen sich später wie ein roter Faden durch Hitlers Buch Mein Kampf und durch das Werk des Rassentheoretikers Alfred Rosenberg. Heute werden Ostara-Hefte zu Liebhaberpreisen gehandelt und auf Mikrofilm neu aufgelegt. ...1907 gründeten wir in Werfelstein an der Donau unsere schöne Tempeleisenstätte, das Erzpriorat der Neutempler. Auf Burg Werfelstein wurde feierlich unsere Fahne gehisst und Bruder Emilius dichtete für den Festakt.
Dort, wo Granit durchbricht der Wogendrang, wo einst der Nibelungenhorn erklang, da grüßt in hellem Frühlingssonnenschein das Kreuzesbanner hoch von Werfenstein. 1931, als dieser Amateurfilm entstand, flatterte eine Fahne mit Krukenkreuz auf der Burg. Bei der Ordensgründung 1907 hatten die Neutempler allerdings eine Hakenkreuzfahne gehisst, was der Wiener Lehrer Franz Herndl historisch bezeugt. Ein rotes Hakenkreuz auf goldenem Grund mit vier blauen Lilien. Herndl lebte damals auf der Donauinsel Wörth in Rufweite von Werfenstein. Er war Wielands ein erklärter Rassist, jedoch kein Mannes-, sondern ein Frauenrechtler. Er wollte auf der Insel Wörth jährliche Schönheitskonkurrenzen abhalten und dabei die rassenreinsten Frauen küren. Die Landsche Hakenkreuzfahne auf Werfenstein betrachtete er als eine Art Kriegserklärung und hisste auf der Insel eine Fahne mit Stern. Die Zähne gesund im rosigen Mund, das Antlitz edel und offenkund, rein arischer Schnitt, rein arischer Geist. Die Insel dieser Buhlschratte, Herndl, hat nie ein edles Weib betreten. Er blieb allein in seinem Sodoms Affenreich. Unser Orden, Novi Templi, aber zog die würdigsten Geister an, wie Bruder Archibald. Das war der Ordensname des berühmten Dichters Herzmanowski Orlando, der über mich einen Artikel schrieb mit dem Titel »Was ich Lanz von Liebenfels verdanke«. Die Ordensfreunde des Adolf Lanz waren honorige, oft auch finanzkräftige Herren. Aus der Mitgliederliste. Guido von List wollte im Alpenverein einen Arierparagraphen einführen. Bruder Gotthard war General der kaiserlichen Infanterie. Bruder Gonsalvo war Fregattenkapitän und beim Boxeraufstand in China dabei. Bruder Gustav war der Erfinder des Simonsbrotes. Und schließlich Strindberg. Bruder August, der in seinem Blaubuch die Lektüre meiner Theozoologie empfohlen hat, schrieb mir, in einem Zug habe ich ihr Buch gelesen, ist das nicht das Licht selbst, so bleibt es doch eine Lichtquelle. Lanz stand mit dem Dichter jahrelang in Briefkontakt. Im Stockholmer Strindberg-Museum befindet sich neben Büchern von Lanz auch ein Stapel von Ostara-Heften. Lanz behauptete, dass Strindberg Mitglied der Neutempler war. Der Zeremonienplatz des Ordens soll nach Strindbergs Anweisungen gestaltet worden sein. In ellipsenartiger Form waren unter den Bäumen die Sitze der Tempeleisen, so nannten sich die Mitglieder. An einigen Bäumen waren Pferdeschädel, in der Mitte ein steinerner Altar. Seit 1907 wiederholten sich die Zeremonien, jeweils in den Pfingstnächten, manchmal öfter. Man konnte auf Burg Werfenstein die selbstgedichteten Psalmen des Priors Lanz hören. Bringt Gott ein Opfer dar, ihr Göttersöhne. Auf, auf, bringt ihm dar die Schrecklingskinder. Seht Gottes Engel donnern über Echsen. Seht ihn mit ihrer Flut im Artenkriege. Die Schrecklingskinder hatten die Schuld der Welt auf sich zu nehmen und mussten laut Lanz den Göttern geopfert werden. Der Nationalsozialismus wies diese Funktion des Opfers später den Juden zu. Der gewalttätige Antisemitismus wurde ein Dogma der Nazis. Dass Jesus Jude war, leugnete Jörg Lanz. Er war für ihn ein Arioheroiker, genauso Hitler. Er sah Christus als den größten Pionier im Kampf gegen diesen Weltfeind. Diesen Kampf wollte er vollenden, wie er in seiner Schrift Mein Kampf schrieb. Ich kaufte mir damals um wenige Heller die ersten antisemitischen Broschüren meines Lebens. Sie gingen leider nur alle von dem Standpunkt aus,
dass im Prinzip der Leser wohl schon die Judenfrage bis zu einem gewissen Grade mindestens kenne oder gar begreife. Nichts hat er begriffen, gar nichts. Er äußerte sich nichtssagend über meine Schriften, während er meine Gebote der Ariosophie allesamt übernahm. Die Errichtung einer Rassenreligion, geführt von einer kleinen Gruppe von Rittern, das hat doch dieser Abschriftsteller nicht aus der Oper. Als ich 1951 Lanz aufsuchte, erzählte mir auch von seinem Zusammentreffen mit Adolf Hitler. Dieser besuchte ihn 1909, war also damals 20 Jahre alt. Und das ist ein sehr wichtiges psychologisches Alter, weil man sich in diesem Alter versucht, ein Weltbild zurechtzuzimmern. Das erklärt auch die unerhörte Bedeutung des Einflusses von Lanz auf Adolf Hitler. 1909 besuchte mich ein junger Mann im Büro meines Verlages und stellte sich als Adolf Hitler vor. Er sagte, dass er in der Felberstraße wohne und dort in einer Tabaktrafik die Ostara kaufe. Nun würden ihm zwei Nummern fehlen. Da der junge Mann einen äußerst ärmlichen Eindruck machte, überließ ich ihm die zwei gewünschten Nummern kostenlos und gab ihm außerdem noch 2 Kronen. Adolf Hitler war 1908 und 1909 in Wien in der Felberstraße 22 polizeilich gemeldet. Ich hätte ihm nie die Hefte 30 und 31 geben dürfen. Meine Rassenkunde, in der ich ein Punktesystem entwickelt habe. Blaue Augen plus 12 Punkte, braune Augen 0 Punkte, schwarze Augen minus 12 Punkte, blonde Haare, mäßige Körperbehaarung plus 12 Punkte, schwarze Haare und starke Körperbehaarung minus 12 Punkte. Mit seinem Aussehen wäre dieser Hitler nie ins Plus gekommen. Nein, nein, nein. Die ganze Ostara hätte ich vor ihm verbergen müssen. War sie doch die Zeitschrift der blonden Mannesrechtler. Von der Felberstraße übersiedelte Hitler in das Männerheim in der Meldemannstraße, das heute noch ein Obdachlosenasyl ist. Mitbewohner berichten, er habe dort einen Stoß von Ostara-Heften wie einen Schatz gehortet. Bei Streitgesprächen mit seinem Mitbewohner Grill, für den er oft Milchreis kochte, vertrat Hitler lautstark den Rassestandpunkt von Lanz. Grill meinte, es gebe Hasen mit blauen und solche mit roten Augen, wobei aber alle Hasen seien, ohne wesentlichen Unterschied. Dem widersprach Hitler. Er wollte auch Hasen in bessere, blauäugige und schlechtere, rotäugige einteilen. Mein Grundgedanke, der ja an sich nicht neu war, wurde zur Saat dieses Jahrhunderts. Ich machte mich auf die wütendsten Angriffe gefasst und weiß Gott, sie blieben ja auch nicht aus. Und sie kamen selbst von denen, die mir hätten danken sollen, wie Faschisten, Hakenkreuzler, Frontkämpfer und der Ku Klux Klan. Und Hitler hat mich zuerst bestohlen und dann hat er mir Schreibverbot erteilt. Dass Hitler 1938 Lanz Schreibverbot erteilte, hatte sicherlich primär seinen Grund darin, dass er die Quellen seiner eigenen Ideologie vertuschen wollte. Weiters wollte er der Drastik und Komik von den Schriften entgehen. Und drittens wollte er die mörderischen Ziele seiner eigenen Politik noch geheim halten. Es will einfach nicht in meinen Kopf, dass das deutsche Volk sich für einen Minderrassigen aufgeopfert hat. Für das Produkt einer bäuerlichen Inzucht. Seine Mutter, Clara Pölzl, durfte ja ihren eigenen 23 Jahre älteren Vetter, Alois Hitler, nur mit kirchlichem Dispens ernten. Jawohl, so war das.
Diese ganze Bagage, die meinen Idealismus pervertiert hat, bestand ja selber nur aus Viechern oder aus weniger als das. Aus Schandalen. Nicht einmal die Feder konnte er halten. Aber mein zweites Gebot, der Ariosophie, konnte er mir stehlen. Der blonde Mann soll das Recht erhalten, mehrere Frauen zu besamen, damit die Edelrasse nicht ausstirbt. Die geile Eva Braun hat sich mit dem Affen im Weltenherrscher verbündet. Das ist wohl der Grund, warum er mein drittes Gebot über die Prostitution gar nicht übernahm. Das sinnliche Weib gehört ins Hurenhaus. Die Hure im Ehebett ist der Untergang der Zivilisation. Ich war nicht verrückt. Hätte ich je ein Anzeichen von Verrücktheit gezeigt, so hätten sich nicht so viele große Menschen um mich versammelt. Lord Kitchener verstand mich sofort. Er hat die Tschandalen in englische Uniformen gesteckt und sie gegen die Tschandalen des Mahdi ins Feld geschickt. Lanz hat wiederholt behauptet, dass der britische Lord Kitchener, der Sieger von Khartoum, Ostara-Abonnent gewesen sei. Darüber hinaus hätte er ihm außerordentlich lobende Briefe geschrieben zum Inhalt der Ostara. Das lässt sich schwer beweisen, da bisher solche Briefe noch nicht aufgetaucht sind. Sicher ist jedoch, dass also Lanz Kitchener außerordentlich bewunderte, vor allem wegen der Rücksichtslosigkeit, mit der er farbige Truppen, Schandalen, in den Kampf schickte. Egal. Ob Feldherrn, Geometer oder Reiseschriftsteller, sie haben die Welt von damals bereist. Eine Welt der Imperien, eine Welt der Minderrassen. Ich blieb daheim und deutete ihre Beobachtungen in meiner Rassenkunde. Schon an den Schuhen konnte ich feststellen, je nachdem, ob die Sohle oder der Absatz abgetreten war, ob ein Tschandale oder einer von uns der Träger war. Das waren einfache, schlichte Gedanken, doch auch die Konsequenz aus meinen Gedanken sollte einfach sein. Tatsache ist, dass der Rassismus des Landes, ebenso wie alle Rassismen, pseudowissenschaftlicher Unsinn sind. Sie gehen alle von einer grundlegenden falschen Annahme aus. Diese Annahme besteht darin, dass zwischen körperlichen Eigenschaften und zwischen seelisch-geistigen ein notwendiger innerer Zusammenhang besteht. Dieser Zusammenhang besteht aber nicht. Der Fuß des Negers und der Fuß des Juden ist plumper als der des deutschen Aristokraten. An den Hauptbelastungsflächen kann man sehen, dass alle niederen Rassen mit dem Kleinzehenrand und daher ähnlich wie die Menschenaffen gehen. Auch zu einer völligen Verdrehung des Fußes kann es bei den Affenwesen kommen, sodass sie mit der Ferse vorausgehen. Der Antisemitismus der Nationalsozialisten war nicht rassisch begründet, sondern religiös. Die Definition des Juden orientierte sich nämlich an dem religiösen Bekenntnis der Großeltern. Ihre Herzen hätten mir doch nie entgegengeschlagen, wenn ich ein bloßer Wirrkopf und Hasser gewesen wäre. Ich war doch ein Liebender. Ich liebte meine Rasse, die Reinheit meines Blutes aus allen Poren. Deshalb verfasste ich auch mein Brevier für Ehemänner, die von jüdischen Hausfreunden geplagt werden. Man dichtet ihnen Schweißfüße an und ekelt sie so aus dem Haus. Es gibt heute Computerspiele mit dem Titel Türken riechen und eliminieren.
oder Anti-Türken-Test. Lieber mögen 1000 Hausfreunde blamiert werden als ein Ehemann. Und behandle das Weib stets als das, was es ist. Tust du es nicht, wird sie dir einen Tschandalen ins Haus schleppen. Der Tschandale heißt übrigens im Griechischen auch der Fremdling, der fremde Mann, Allos Allotrios. Da klingt das Wiener Wort Hallodri durch. Wer innerlich unfrei sein Leben verpasst, ward nicht von unserem Orden erfasst. Lanz konnte seinen Lebensstil durch die Zuwendungen von Ordensbrüdern aufrechterhalten. Zum Dank für jahrzehntelange Unterstützung machte er Bruder Valtari, einen Wiener Fabrikanten, eine Zeit lang zum Prior der Neutempler. War die Rohheit des Lackels, gepaart mit der Dummheit des gemeinen Kerls, gegen die List dieses Kretins, der mich und meine müden alte Welt zuerst verleugnete und dann verbot. Ein Beweis dafür, dass er kein Mensch war, ist der Tod seiner Schäferhündin Blondie. Als er nämlich das Gift in der Hand hielt, das Himmel ihm geschickt hatte, war er nicht sicher, ob die Kapsel auch wirklich Ziankali enthielt. So gab er eine davon dem treuen Hund. Da hat er Augen gemacht. Der Hund war tot. Himmler hat mit meinen Worten zur SS gesprochen. Wir, die wir als Einzige auf der Welt eine anständige Einstellung zum Tier haben, werden auch zu diesen Menschentieren eine anständige Einstellung einnehmen. Das heißt, Himmler war ein Dieb wie sein Herr und Meister. Unser Führer, unser geliebter Führer Adolf Hitler. Die meisten Nazi-Veranstaltungen hatten deutlich religiösen Charakter. Hitler wurde von der Propaganda als neuer Heiland dargestellt. So war mir Gott Helfer. Hitler sah sich als neuer Messias. Nach der Offenbarung des Johannes wird das tausendjährige Reich Gottes erst durch die Vernichtung des Satans und seiner Anhänger verwirklicht. Das seien die Juden. Sie bildeten die Synagoge des Bösen. Hitler setzte den bisher grauenvollsten Endpunkt einer Blutspur, die sich durch das gesamte Christentum zieht. Apokalyptische Heilserwartungen waren auch im 20. Jahrhundert nicht einzigartig, wie die Schriften des Lanz zeigen. Neu bei Hitler war die radikale Durchführung. Dieser falsche Messias hat mich verleugnet. So wie Petrus den Herrn verleugnet hat, als der Hahn dreimal krähte. Alle Treulose und Diebe. Warum wohl geht der Papst in Weiß? Weil der Hohepriester der Juden in Weiß gegangen ist. Ohne Judah. Ohne Rom wird erbaut Germaniens Dom. Heil. Und was unsere Ahnen am Blute verfehlt,
vergib diese Schuld und versuche uns nicht, den Äffling zu buhlen, der tückisch uns quält. Dann führ uns zum letzten entscheidenden Kampf. Gen Osten und Westen, dass überall dampft die Erde. Vom Blute der Mischlinge Rass. Ein würdiges Opfer dem arischen Gott. Vergib uns, o Herr, auch wenn wir dem Schrat nicht vergeben. Versuche uns nicht mit teuflischem Samen, erlöse uns von dem Affen. Amen. Am 22. April 1954 ist Adolf Lanz 80-jährig gestorben. Davor nahm er noch die Dienste der Kirche in Anspruch. Er erhielt die letzte Ölung, allerdings mit Vorbehalt. Sein Wunsch, auf dem Friedhof von Stift Heiligenkreuz begraben zu werden, wurde nicht erfüllt.